Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in Train Valley auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Train Valley, das ist ein kleines Gelegenheitsspiel vom Indie-Game-Studio Falsum aus Vilnius in Litauen. Und dieses Spiel, also ich finde es ganz lustig, denn wie es der Name schon sagt, es geht hier natürlich auch um die Eisenbahn. Und unsere Aufgabe hier in Train Valley ist es, Züge an ihren Zielort zu bringen, Geld zu verdienen und ein paar Eisenbahnstrecken zu bauen. Das ist jetzt hier kein Hardcore-Strategiespiel. Es ist natürlich Strategie dabei, die wir hier brauchen. Aber ich finde es ganz witzig gemacht. Es ist halt eher so, ihr müsst euch das vorstellen, wie so eine Art Puzzle-Game, Browser-Game, so in die Richtung geht dieses Spiel. Ist für sehr wenig Geld auch auf Steam zu haben. Link dazu natürlich in der Beschreibung. Wir spielen den ersten Teil. Es gibt hier noch einen zweiten Teil, der ein bisschen später rausgekommen ist. Der erste Teil, den wir hier spielen, der ist im Jahr 2015 veröffentlicht wurden. Soweit ich weiß, gibt es das Spiel unter anderem für den PC, aber ich meine, es gibt es mittlerweile auch für die Konsolen. Wir haben ja jede Menge verschiedener Missionen, die wir hier spielen können. Diese teilen sich nochmal in verschiedene Kapitel auf, in verschiedene Zeitalter. Wir haben hier zum Beispiel Deutschland, wir haben hier die Sowjetunion, wir haben hier, glaube ich, auch noch andere Kontinente. Hier haben wir, glaube ich, Westeuropa oder Europa und wie gesagt eben auch verschiedene Zeitalter, die wir hier nachspielen können. Oder seht, jedes dieser fünf Kapitel hat dann nochmal jedes dieser. Ach nee, ich dachte, das sah gerade so aus, als ob jedes dieser Kapitel nochmal mehrere Seiten hat, aber das ist nicht. Also jedes Kapitel hat halt hier eben eine Seite im Buch. Das heißt, ja, 5x5, das hat bedeutet für uns, dass wir, oder 5x6, eben jeweils, ja, um die 30 Missionen hier spielen können, wenn sich das jetzt hier nicht ändert. Nee, ändert sich nicht, okay. Das bedeutet, wir fangen direkt mit der ersten Mission an und da geht es, wie ihr hier auch in den Briefmarken seht, in die Niederlande, also nach Holland. Auf geht's und ich wünsche euch viel Spaß bei Train Valley. So, die Mission heißt See. Expertenziele. Setze mindestens einen zusätzlichen Zug ein. Kaufe mindestens 46 weitere Streckenteile und verdiene 5000 Dollar. Das sollte doch machbar sein. So, klicken wir also auf Start. Und hier sehen wir auch das Menü. Wir können die Karte hier verschieben, rauf und runter. Und hier kriegen wir jetzt noch Hinweise. Vollende das Schienennetz, indem du Schienen in einem grünen Fels vorlegst. So. Dann werden wir das machen, dann müssen wir, hier wird es uns auch hier in der ersten Mission gezeigt, hier erstmal auf das Schienensymbol klicken und dass wir eben dann hier anfangen, dieses Streckennetz zu verbinden. So, damit haben wir das getan, was wir tun sollten. Und als nächstes, das Verlegen von Schienen auf bereits belegten Feldern ist teuer. Ändere die Route, indem du die Schienen wieder zurückziehst. So, das heißt, wir sollen jetzt hier weitere Schienen. Ne, was sollen wir jetzt machen? Wir sollen jetzt hier eben entsprechend nochmal ein Gleis hier drumherum legen. Genau, das ist nämlich jetzt unsere nächste Aufgabe. So, haben wir auch erledigt. Also einmal Gleis links und rechts rum hat natürlich den Vorteil, dass ja mehrere Züge fahren können. Platziere Gabelungen und Weichen, reiße überflüssige Schienen und Objekte. Also du kannst den Zug anhalten und umkehren oder erneut losfahren lassen. Das heißt, hier haben wir den ersten Zug, der soll startet hier in der blauen Stadt. Die Städte sind immer mit Farben markiert und soll in die rote Stadt fahren. Das heißt, hier stellen wir für ihn noch den Weg auf jeden Fall richtig. Und dann können wir ihn auf die Reise schicken. In die rote Stadt. So, du kannst den Zug. Und hier eben, wir können die Züge, auch wenn wir das merken, der fährt falsch oder ist eine Weiche falsch gestellt, können wir den anklicken. In dem Fall. Und anhalten, entweder zurückschicken oder eben entsprechend weiterschicken. So, und da der auf dem richtigen Weg ist, schicken wir den weiter. Und hier unten ist schon die nächste Stadt emporgeschossen. Und ihr seht es hier. Schicke die Züge zu den Bahnhöfen der passenden Farben. Das ist halt so die Hauptaufgabe hier. Und ihr seht, hier wird es quasi schon angezeigt, was wir als nächstes bauen sollen. Nämlich hier diese Strecke hier runter in die gelbe Stadt. Und da wartet nämlich auch schon ein Zug. Also verlieren wir keine Zeit. Fangen direkt an, einmal hier zu bauen. Und einmal hier rüber zu bauen. Und dann kann nämlich der gelbe Zug auch in die blaue Stadt fahren. Und der andere, wo bist du jetzt hin?
So, der ist angekommen. Ihr seht, da wird er auch abgeladen entsprechend. Und hier so nah, wir können relativ nah heranzoomen in diesem... Ihr seht, und uns auch mal diese Züge aus der Nähe anschauen. Und jetzt habe ich natürlich das Schienensymbol angeklickt und das bedeutet, wir können gleich mal das rausreißen probieren. Das soll nämlich eigentlich tunlichst nicht passieren. So. Also, der ist angekommen. Der hier soll in die gelbe Stadt. Dann stellen wir hier die Weichen hier. Hier. Und der hier drüben soll auch in die gelbe Stadt. Und damit die nicht zusammenstoßen, müssen wir mal gucken, welchen wir dann zuerst anhalten müssen. Und da können wir uns auch gleichzeitig um einen zusätzlichen Zug kümmern. Das ist nämlich der hier drüben. Der soll nämlich in die rote Stadt. So, jetzt halten wir dich mal an. Moment, da warten wir erstmal, bis der hier drüber ist. So, da können wir hier nämlich die Weiche umstellen. Da lassen wir den hier vor. Der da drüben kann in die blaue Stadt fahren. Und dieser hier. So machen wir das zu. Und den lassen wir gleich weiter hinterher. Ich hoffe, das geht so, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Ja, seht mal, wie nah wir hier ranzoomen können. So, da haben wir da drüben den ans Ziel gebracht. Hier kommt schon der nächste. Der in die... Ach nee, der wird abgeladen. Aber hoffentlich krachen die jetzt nicht ineinander, weil dann haben wir nämlich ein Problem. Also, Zusatzzug haben wir erfüllt. Und hier sehen wir, dass die Mission erfolgreich war. Zusätzlicher Zug, das haben wir zum Schluss gemacht. Mehr als 46 Teile verbaut und 5000 Dollar verdient. Das war schon die erste Mission dieses Spiels. Und ich glaube, um das nächste Level freizuschalten, müsst ihr mindestens eine dieser Expertenziele abschließen. So, also wir schließen das Ganze ab. Und dann sehen wir wieder das Hauptmenü. Und wir kriegen, wenn wir das perfekt gemacht haben, 3 Stempel. Dann geht es direkt weiter auf den Leuchtturm. Und ja, Leuchtturm heißt auch das Ziel, Expertenziele. Lass nicht zu, dass ein Zug den falschen Bahnhof anfährt. Das heißt Concentration, liebe Freunde und Freundinnen. Und setze mindestens 3 zusätzliche Züge ein, verdiene 60.000 Dollar. Also 3 zusätzliche Züge, das wird hart. Dann hier oben können wir auch die Geschwindigkeit einstellen. Aber im Augenblick, ich glaube, ihr fahrt am Anfang ganz gut, wenn ihr das alles auf Mittel erstmal habt. So, also dann würde ich sagen, nichtsdestotrotz, wir legen erst einmal die Gleise hier hin und verbinden diese Städte. So, da kann nämlich da drüben... Hä? Oh, da oben ist noch eine Stadt. Ich wollte gerade sagen, hä, wo will denn der jetzt hin? Aber, der will in die gelbe Stadt, dann müssen wir diese erstmal verbinden und dann diese entsprechend ans Streckennetz hängen. So, dann auf geht's, mein Guter. Wir wechseln mal zurück in den weichen Modus. Da können wir doch schon überlegen, ob wir den ersten Zusatzzug holen. Und der will natürlich in die blaue Stadt. Das bedeutet, den können wir gar nicht losschicken, weil wir da keine Ausweichstelle haben. Ah, natürlich wäre besser gewesen von blau nach rot zum Beispiel. So, und hier sehen wir auch mal diese historischen Dampflokomotiven. Also wir arbeiten hier übrigens sehr viel mit der Maus. Wir können jetzt auch nicht, also es ist relativ einfach gehalten, das Spiel. Wir können jetzt auch nicht hier uns machen, 180 Grad oder so drehen. Es ist halt wirklich sehr einfach. So, auf geht's. So, du willst in die rote Stadt. Da muss die Weiche gestellt werden. Du hier oben willst in die blaue Stadt. So, wer von euch kommt zuerst an? Hier drüben wird wahrscheinlich bald auch eine neue Stadt entstehen, schätze ich jetzt mal. So, du willst da unten in die gelbe. Ist die Frage, na warte mal. Dann halten wir den mal vorsichtshalber an. So, dann können wir den nämlich hier einstellen und da drüben wartet schon der nächste. Die Frage ist, ich bräuchte vielleicht noch mal ein bisschen mehr. So. Dann der nächste... Ach, eine rote. Es muss jetzt irgendwo eine rote Stadt hier geben. Hier will jemand in eine rote Stadt, die es gar nicht gibt. Wartet mal. So. Hä? Achso, wartet. Jetzt habe ich gerade hier einen Hänger gekriegt. Also, der soll in die gelbe. Der in die rote. So, also... dass hier schnellstmöglich die nächste Stadt entsteht.
wie soll ich dann hier noch großen Zusatzzug einstellen? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich darf ich die Feldwege gehen, keine Ahnung. Aber ihr seht, wie schnell man dann eben auch die Konzentration verlieren kann. So, der will in die blaue Stadt. So, die Frage ist, kann ich ja noch einen zusätzlichen Zug irgendwo herholen? Ah, in die... Dann mal, können wir den... Ja, den können wir gleich hinterher schicken. Super. Da will aber noch einer in die... die gelbe Stadt, genau. Die können wir aber auch erst rauslassen, wenn die... Ja, und da drüben, jetzt haben wir grün. Jetzt haben wir grün. Ist freigeschalten worden, ihr seht es hier oben. Da muss man echt ein bisschen wirklich konzentrieren. Ihr braucht hier wirklich deutlich mehr Konzentration als gedacht. Also so ging es zumindest mir. Und ihr müsst ja gerade diese Fahrwege, wie gesagt, die entbinden war es mal hier. Und genau das darf eben nicht passieren. So. So. Und dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir hier noch eine Querverbindung legen. Das ganze schöne Bäume natürlich jetzt hier abgerissen haben. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Stimmt, fällt mir auch gerade ein. Wir dürfen natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht pleite gehen. Das kann nämlich auch passieren. So, dann haben wir hier einen in Richtung... rote Stadt. Da sind die Weichen richtig gestellt. Und der will in die grüne Stadt. Da sind noch nicht alle Weichen richtig gestellt. Der will auch in die grüne Stadt. Auch hier sind noch nicht alle Weichen gestellt. So, der oben, wo bist du hin? Du bist in die rote. So, der will in die grüne. So, der andere. Ja, so soll es am besten sein. Und schaut mal, wie viele Züge jetzt hier unterwegs sind. Komm, mach rüber. Und der andere hier durch kann. Also ihr seht, das ist natürlich immer so ein bisschen Glücksspiel mit der ganzen Geschichte. So, und ein Zusatzzug muss ich irgendwo noch in Betrieb nehmen. Der ist jetzt da unten so blau-rot. Da drüben haben wir, wenn der angekommen ist, nach Blau. Das müsste doch der letzte Zusatzzug dann sein. Der will nach Blau, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Blau und du willst grün. So, hier drüben. Je mehr Züge unterwegs sind, desto größer ist natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann leider mal ein Unglück passiert, weil man einfach irgendwo die Konzentration dann verliert. Ich will keine Schienen legen, ich will keine Schienen legen. So, haben wir den ans Ziel gebracht und damit sind alle Ziele schon mal erreicht. Und dann haben wir ja noch einmal... So, nach Gelb. Komm, auf geht's. Blau-Rot. Passt auch soweit. Also die beiden noch ans Ziel. Das ist nur eine einzelne Lok oder eine kleine Lok mit einem kleinen Holzwagen. Aber ihr seht auch, sehr historische Loks. Das spielt also noch relativ früh zum Zeitalter. Man hat ja auch verschiedene Zeitalter, wo das Ganze hier angesiedelt ist. So, also, dann erreichen die beiden ihr Ziel. Dann müsste doch, also ich sehe auch noch drei Haken auf der rechten Seite oben. Da seht ihr das auch immer, eure Mission. Und damit ist die Mission abgeschlossen, haben alles erreicht. Ja, und damit können wir diese Mission abschließen. So, das ist eine ganz tolle Sache. Kein Zug hat sich verfahren, kein Zug ist entgleist. Kriegen alle drei Stempel. Ja, und das war's heute für die erste Folge hier in Train Rally. Ich hoffe, dieses kleine Nebenprojekt gefällt euch. Mir macht das Spiel zumindest riesen Spaß, aber es braucht halt auch seine Konzentration. Ich würde sagen, mit den nächsten Missionen machen wir im nächsten Video weiter. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr da wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.